Was die gegenwärtige Informationsrevolution charakterisiert, ist nicht nur ein Umkodieren aus Buchstaben zu Zahlen einerseits und Bildern andererseits, sondern es ist auch eine Umschaltung des Fluxus der Informationen. Früher, wenn Sie Informationen erwerben wollten, mussten Sie sich in den öffentlichen Raum begeben. Und Leute, die etwas zu sagen haben, gingen in den öffentlichen Raum, publizierten dort. Also der öffentliche Raum war der Ort, in dem Leute ausstellten, publizierten und andere hinkamen, um das dort Publizierte noch auszutragen. Die Buben und Mädeln, die da vor den Terminalen sitzen und miteinander dank reversiblen Kabeln in Verbindung sind, die wenden der Politik den Rücken und einander, sie wenden sich einander zu. Und das ist eine neue Struktur, die nicht mehr Politik ist, sondern eine Vernetzungsstruktur. Le nouvel espace est un espace vitesse. Ce n'est plus un espace temps, un espace où le temps est, je dirais, manipulé. Ce que nous manipulons, ce n'est plus le temps de l'homme, c'est le temps des appareils, c'est ce que j'appelle l'espace vitesse, ou la dromosphère, c'est-à-dire la sphère de la vitesse. Et là, peut-être pour conclure, pour moi, la vitesse n'est pas un moyen, c'est un milieu. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser Hand und der menschlichen Hand? Warum sollen wir überhaupt einen Unterschied suchen? Weil die menschliche Hand zum Beispiel gehalten werden kann, sagen wir meine Hand von einer schönen Frau. Und dieses Halten, nicht, oder Streicheln hat für den Mensch eine gewisse Bedeutung, nicht? Aber für diese mechanische Hand überhaupt keine. It's a waste of time to learn things over again when other people's brains have those structures. So the children will acquire knowledge in this much faster way, and then they will make small improvements themselves, and then the next person can get that, get choices.